Wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hallo. Ja, Leute, der vorletzte Tag ist angebrochen und der letzte Ausflug findet heute statt. Ja, es geht auf jeden Fall gleich los. Es ist kurz nach 7. Wir treffen uns um 8 Uhr vorne am Hotel. Vorher wollten wir noch eben frühstücken und ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Frühstück. Bist du bereit, Schatzirk? Let's go. Let's go. Und unser Frühstück, ihr kennt das schon. Alex hat heute mal das gleiche und das hier nehmen wir mit als Proviant. Genau. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall auf einem Schiff, auf einer Yacht. Das ist schon eine Yacht, würde ich sagen, oder? Jo. Oh. Genau. Irgendwie ging das alles so schnell und wir waren ein bisschen spät dran, weil wir noch zum Frühstück gelaufen sind, dass ich gar keine Zeit hatte, richtig irgendwas aufzunehmen. Als wir hier am Hafen angekommen sind, sollten wir direkt auf das Schiff und dann sind wir auch zügig losgefahren. Deshalb, ja, ich habe noch gar nicht erzählt, was das für ein Ausflug ist. Und zwar machen wir heute so eine Yachtfahrt und bleiben an schönen Stellen stehen. Ein bisschen so das Meer anschauen. Man kann schnorcheln gehen, wenn man das möchte. Genau, man wird hier massiert und bekommt ein Mittagessen. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ich bin gespannt, wie das wird. Da siehst du ihn. Ich hab's gleich gibt es Essen. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Oh, die kommen angerannt. Beide zusammen, kein Problem. Also sieht alles sehr lecker aus. Ich bin mal sehr gespannt, wie das schmeckt. Das ist unser Mittagessen. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. So, wir sind jetzt ganz oben auf der Yacht und sonnen uns so ein bisschen. Hier sind so Liegemöglichkeiten, Plätze, wo man sich sonnen kann. Ja, und wir gönnen uns jetzt ein bisschen. Aber das ist das einzige Schiff mit meiner Zeit. Das haben die anderen nicht. Das glaube ich. Und jetzt sonnen wir uns ein bisschen, außer Alex, der hat sich die Schulter verbrannt und chillt hier in dicken, fetten Pulli, ist der nicht wahr? Aber Hauptsache Short und Pullover. Alle bereiten sich schon fleißig vor auf die Sonnenbaden-Session und cremen sich fleißig ein. Haben wir auch schon ein bisschen ins Gesicht. Ich glaube aber, ich werde den Rest auch eincremen, ich weiß es noch nicht. Wir gucken. Echt schön. So schön das Wasser einfach. So Leute, übrigens war das hier unsere Yacht
mit der wir gefahren sind. Wir sind jetzt angekommen und jetzt geht's wieder zurück ins Hotel. Gang, gang. Im Hotelzimmer angekommen, Leute. Das war echt ein cooler Trip. Also das hat wirklich Spaß gemacht, ne Schatzik? Hat dir auch gefallen? Schöner Trip. War richtig, richtig gut. Das war super schön. Die Yacht war schön. Die Fahrt war schön. Das Meer war schön. Das Essen war lecker. Das Essen war richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, habe mich ein bisschen verbrannt. Übrigens war das Wetter auch gar nicht so schlecht. Man konnte sich richtig gut sonnen, aber ja, ich habe mich zu spät eingecremt. Ja, jetzt gehen wir erstmal duschen und... Gang, gang. Oh mein Gott, ich bin so red, Alter. Ich auch, guck mal hier. Red. Hier brennt es bei mir auch so ein bisschen. Burn. Burn. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall duschen. Dann setze ich mich an mein Video. Ich wollte, dass heute ein Video online geht und das muss ich noch fertig bearbeiten. Hallo. Hallihallo. Wundert euch nicht, dass ich so glänze. Ich habe Creme drauf, weil ich habe mein Gesicht verbrannt. Ich bin hier... Und ihr seid dort. Nein, Spaß. Ja, ich bin hier die ganze Zeit am Bearbeiten. Das Video ist, glaube ich, fertig. Ich werde mir das nochmal durchgucken und dann werde ich es hochladen. Und währenddessen wollten wir zum Abendessen. Der arme Mann ist am Verhungern und wartet die ganze Zeit auf mich. Aber ich werde mich jetzt auf jeden Fall beeilen. Guck mir das nochmal genau durch. Ich meine, alles verbessert haben, was mir nicht gefallen hat. So. Und ja. Ich wollte nur eben Bescheid geben. Ihr wisst, wir sind so. Ich bin so rot wie ein Krebs. Das gibt es gar nicht. Oh Mann, ich habe mich echt zerstört am letzten Abend. Am vorletzten Tag, so. Aber das hätte niemand wissen können, dass das so krass wird. Ich habe damit nicht gerechnet. Und ja, jetzt geht es zum Abendessen. Und da wir morgen Abend abreisen, das ist der letzte Abend, wo wir entspannt zu Abend essen können. Immer nie weg. Immer hier bleiben. Baby, lässt du mich hier? Niemals. Du kannst mich besuchen kommen. Übrigens habe ich das Video soweit fertig bearbeitet. Das lädt gerade hoch. Und wenn wir zurück sind, sollte es dann soweit hochgeladen sein, hoffe ich. Dann kommt es auch jetzt bald online. Und das ist mein Abendessen heute. Also heute ist das alles so ein bisschen chinesisch angehaucht. Sieht man ja auch an der Tischdeko. Es gibt sogar Sushi, aber keins davon. Können wir essen, weil wegen überall entweder Frischkäse dran ist oder aber Fisch. Ne? Oder die sind in so kleinen Schälchen serviert und darunter ist Frischkäse dran. Schade, kein Sushi für uns. Aber das, was da ist, das lassen wir uns schmecken. Und jetzt kommt die Nachspeise. Bei mir wie immer das gleiche, bei dem Alexander, aber sehr speziell heute. Eine Nachspeise, ganz anderer Art. Schmeckt's? Sehr nice. Leute, wir waren ja eben gerade essen und ihr habt es gesehen. Ihr habt den Teller diesen Mannes gesehen, was er gegessen hat. Und jetzt gerade, ihr werdet es nicht glauben, wir sitzen beim Inder. Warum sitzen wir beim Inder? Garlic Naan. Garlic Naan. Ja, das ist kein Spaß, das ist mein Ernst. Da, wir sitzen beim Inder und warten auf Garlic Naan to go. So Leute, wir sind jetzt wieder im Zimmer angekommen, haben schön gegessen. Garlic Naan haben wir auch bekommen, wie war's? Gar nicht gut. Ganz besonders, oder? Ja. Das letzte Mal schmeckt es immer am besten. Da. Ja. So viel dazu. Jetzt, ihr werdet es nicht glauben, mein Video ist immer noch nicht hochgeladen. Wir warten immer noch. Wir sitzen hier, haben unser WLAN ausgemacht, damit unsere Handys bloß kein Internet fressen. Und jetzt warten wir. Wir könnten auch unsere Koffer schon mal packen, aber nö. Wir warten. Kein Bock. Im Bett. Ja. Gleich, wenn das hochgeladen ist, dann mache ich das fertig und dann geht's online.
So Leute, das Video ist jetzt endlich online. Also das Internet raubt mich hier die letzten Nerven, die ich habe. Wirklich. Aber es ist endlich online. Ein Glück. Ich bin fix und fertig. Ich verliere auch schon wieder meine Stimme. Keine Ahnung wieso. Alex ist schon Zähneputzen. Ich schließe mich ihm an. Und verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Wünsche euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Gute Nacht. Ciao.